Björn, die dritte Niederlage im dritten Spiel, deutliche Leistungssteigerung zum Samstag, trotzdem dann am Ende zweistellige Niederlage gegen die Telekom Baskets Bonn. Woran hat es gelegen? Ja gut, wie Sie gerade gesagt haben, also wir sind, oder ich kann natürlich als Trainer damit zufrieden sein, dass die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat und bis zum Ende gekämpft hat. Wir haben einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, was diesen Punkt anbelangt. Wir haben auch mal das Rebound-Duell gewonnen. Wir haben gut von der Freiwurflinie geworfen. Aber es hat uns vor allen Dingen wieder gefehlt. Schnelle Punkte im Fastbreak, einfache Punkte im Fastbreak. Und dass wir eine Ballbewegung im Angriff haben. Also wir haben zu viele Situationen forciert, zu wenig den Ball bewegt. Und dann kommen dabei natürlich einige Turnover und vor allen Dingen auch einige sehr schwierige Würfe raus, die wiederum den Gegner einfache Punkte machen lassen. Das ist, denke ich, der wichtigste Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Es bleibt wieder nicht viel Zeit. Also jetzt gleich wieder ab morgen die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Du hast es angesprochen, schon wieder ein Spiel, in dem man sich sehr, sehr schwer getan hat zu punkten. Zwar aber jetzt 67 Punkte immerhin, so viel wie sonst noch nie, aber trotzdem eigentlich noch ein relativ niedriger Wert. Hat Gießen da ein Problem oder glaubst du, das muss sich einfach ein bisschen einspielen mit den Spielern, die da sind? Gut, wir haben recht viele neue Spieler. Da muss natürlich ein Rhythmus kommen. Der Rhythmus muss im Training kommen, aber die Bereitschaft muss natürlich auch in den Spielen da sein, den Ball zu passen und zu bewegen. Also es ist ein Punkt, dass wir, wie gesagt, ich glaube, 8 neue Spieler dabei haben. Der zweite Punkt ist natürlich ganz klar, dass jeder mit dem Bewusstsein auch da reingehen muss, dass er den Ball bewegt und für den guten Wurf spielt. Auch Bonn ist eine Mannschaft, die relativ neu zusammen ist und sie haben das sehr, sehr gut gemacht heute. Natürlich haben sie ein anderes Selbstbewusstsein jetzt, als wir das haben, aber das ist halt ein Punkt, an dem wir ganz klar uns weiterentwickeln müssen. Alles klar, Dankeschön, gute Heimreise. Danke. Elvio, third game, third loss, you scored 20 points, again 11 rebounds. Gießen improved on the rebounds, but lost again by double digits. Can you tell us why? I think, you know, loss is a loss, but overall I think we looked better than we did in the first two games. At the end, you know, if they don't make those two threes in the last 20 seconds, you know, it's a 10-point game. But, you know, if you lose by one or by 20, you know, it hurts the same, I think. So we gotta keep improving, keep working on it, you know, go back again at Saturday and try to get that one. Is it difficult to work with three losses in mind against playoff candidates, which are all games you do not need to win, but surely a win would be good? No, you cannot look at it that way. You know, I think you have a chance against everybody you play. Obviously, you know, some teams are better than the others. Mm-hmm. Bonn is better, I think, much better than last year, obviously. But, you know, league is very strong, much stronger than it's been in the past years. And, you know, we got to step it up, you know, at a notch and try to, you know, play with everybody and try to get as many wins as we can. Are there any critical points that need to get better until Saturday? Everything, you know. I mean, now to analyze it right after the game, it's tough, but you know, I think we look better. We gotta look at, you know, keep it positive. You know, it's hard, obviously, when you're 0-3, but you gotta keep positive, keep improving. This team needs, you know, support as much as we can, and hopefully, you know, someday, you know, it's gonna get better. We're gonna try. You know, it's not like we don't want this, you know, and I know it will. Our time will come also. The sooner the better. Okay. Thank you very much. Matze, die dritte Niederlage im dritten Spiel, wieder gegen einen Playoff-Anwärter. Wie weh hat die Niederlage getan heute? Na klar, jede Niederlage tut weh, aber wir haben halt auch gemerkt, dass wir wenigstens mal ein bisschen mithalten können. Hatten die letzten, ich glaube, die drei Viertel lang sind wir wirklich mal Fastbreak gelaufen, was uns auch im letzten Spiel gefehlt hat. Nur leider sind wir nie zu dem Abschluss gekommen. Und dadurch ist es halt ein bisschen schwer, gegen so eine starke Mannschaft zu gewinnen. Was glaubst du, was muss sich ändern, damit es am Samstag anders wird, damit am Samstag ein Sieg rausspringt? Ja, erstmal auf jeden Fall die einfachen Layups reinmachen. Das ist halt sehr wichtig, weil wir sind halt klein und schnell. Wir müssen Fastbreak laufen und wir müssen einfach zusammenhalten, egal ob es in der Defense oder in der Offense ist. Wir müssen einfach kämpfen und fighten. Was für eine Rolle spielt da die Unterstützung der Fans für dich dabei?
Eine große Rolle. Das ist auch gerade, also wenn wir in Gießen auch zu Hause spielen, na klar, sie müssen halt, also wenn wir da spielen mit so vielen tausend Zuschauern, wir brauchen die Hilfe von den Fans. Egal wie. Du bist ja jetzt nicht das erste Mal in so einer Situation, leider muss man ja sagen. Du hast immer wieder das mitgemacht, dass man zu Saisonbeginn vielleicht nicht so ganz ins Rollen kam, mal abgesehen von letzter Saison. Macht das eine Situation schwieriger, in Ruhe weiterzuarbeiten? Wie kann man damit umgehen? Na klar, es hängt noch in den Köpfen drin, aber wir sind halt auf dem Profiniveau, wir müssen einfach abschalten und uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Okay. Danke dir. Bitte. Mo, it was a tough night tonight. You lost 67-83. What happened? Why the loss? Well, key points of the game, we didn't execute how we wanted to. I mean, we had a couple turnovers that would have put us under double digits and would have got us in a nice position to make a run towards the end of the game, but we didn't capitalize. And against a good team, you know, like Bond, you got to capitalize on all your opportunities, and we missed out on opportunities, and that hurt us in the end. What do you think you got to improve until Saturday? Is there some points you got to work on, or is it everything? We got to continue to work on everything. Defensively, we got to get better. Offensively, we got to get better, cut down on our turnovers, and try to get some easy transition buckets. When we have opportunity, we got to capitalize on opportunities. You had a very hard night for yourself. All your 10 points, you earned them at the free throw line. You got blocked around 3 times, but you kept on working. Is that the spirit that you need to get out of that, just to keep on working and to forget about what happened in the past and just keep working? I mean, it's going to happen. You're going to have nights where, you know, some things may not go well. So you just got to continue to try to do other things, you know, and to pull out the win. You know, it's not always offensively. There's things that you can do defensively. So no matter what happens, you just got to keep going. You know, situations like this, series of losses against maybe better teams or playoff teams, how hard is it to keep quiet, to keep working? You got to keep working. I mean, you have no choice. You can't get up. So the only thing you can do is just keep pushing, keep trying to get better, and break the slide. I mean, that's all you can do at this point is continue to work, and we'll get over it. We'll be fine. All right. Thank you very much.